Wissen Sie schon, was Sie mit Ihren Kleinen in den kommenden Tagen unternehmen wollen? Wir haben jetzt einen feuchtfröhlichen Freizeittipp für Sie und der ist sogar Promi geprüft. Der Kabarettist Christoph Sonntag hat uns mit in sein Lieblingsfreizeitbad genommen und uns verraten, wieso er so gerne einen Tag dort mit seinen Kindern verbringt. Der Sommer ist in Reichweite und Sie fragen sich, wo Sie mit Ihren Liebsten einen schönen Tag verbringen könnten. Wieso nicht mal in ein Freizeitbad gehen? Auch wenn die Freibadsaison begonnen hat, ein wenig frisch ist es ja schon noch. Viel besser lässt es sich da in einer Therme wie dem F3 in Fellbach aushalten. Hier geht Christoph Sonntag besonders gerne schwimmen. Aber nicht nur das kann man hier machen, denn das Bad bietet weit mehr als nur ein paar Bahnen. Kein Showlaufen, sondern Zeit mit der Familie. Darum kommen die Menschen hierher, meint der Kabarettist. Wenn du 4 Kinder hast, wie es bei mir der Fall ist, gleich vorweg, um den Stress für die Frau erträglich zu halten, habe ich sie auf 2 Mütter aufteilt, aber für die ist das ein Traum hier. Ja, die eine rutscht diese Wahnsinnsrutsche runter, der nächste freut sich, dass er drin hängen bleibt, weil er eigentlich zu klein ist. Und es ist einfach zu sagen, wir gehen ins F3, dann ist der Tag gelaufen. Das ist schon mal klasse als Erwachsener. Und dann sind sie irgendwann weg und dann kannst du hier hinlegen, ein bisschen Zeitung lesen, ein bisschen Buch lesen, hast auch selber da Entspannung. Das ist ein tolles Bad, war da richtig gut. Im Freizeitbad gibt es einiges für Groß und Klein zu entdecken. Eines der Highlights ist zum Beispiel der 20 Quadratmeter große Whirlpool, der für mehr als nur eine Familie Platz hat. Für Kinder gibt es gleich 3 verschiedene Rutschen zum Ausprobieren. Eine davon kann man sogar mit dem Reifen runterschlittern. Und während die Kleinen sich austoben, können die Eltern in der Saunaoase entspannen oder sich im Solebad treiben lassen. Das alles hat auch Christoph Sonntag überzeugt. Der Kabarettist hat das Fellbacher Bad deshalb auch in seinen neuen Reiseführer aufgenommen. In seinem neuen Buch Sonntagsausflüge hat der gebürtige Waiblinger die besten Reiseziele der Region gesammelt. Familien finden hier für jeden Geschmack etwas. Ob Entspannung oder Action, Sport oder Freizeit, das Bad ist für all das ausgelegt. Aber nicht nur in Stuttgart kann man einen tollen Tag im kühlen Nass verbringen. Christoph Sonntag hat auch einen Tipp für die Bodenseeregion parat. Also für mich sind die 2 schönsten Gegenden hier, Raum Stuttgart und Bodenseekreis. Und am Bodensee, da ich sehr wasseraffin bin, wenn ich nicht gerade im See baden gehe, dann geht er nach Überlingen ins Thermalbad. Ein super Ding, richtig angenehm, toll. Also Bodensee kann man auch Tage verbringen. Dass Sonntag mit seinen Tipps richtig liegt, beweisen auch die Besucher des Bades. Es ist einfach wunderschön hier und die Außen, wenn man aus dem Wasser kommt, ist es auch nicht so kalt wie in einigen anderen Bädern. Zum einen macht unser Sohn gerade nebenbei einen Schwimmkurs und wir wollen das ein bisschen fördern, dass das schneller geht. Und zum zweiten wollte ich das einfach auch mal kennenlernen, weil wir waren jetzt, wie gesagt, noch gar nicht da gewesen. Und die Kinder wissen ganz genau, was ihnen am Bad am meisten Spaß macht. Mir gefällt am allerbesten die Rutschen. Die sind schwitzig, ja. Da kann man rumschwimmen, klar. Hier gibt es auch Rutschen und halt ein warmes Becken zum Rausgehen auch. Wir verlosen 10 Exemplare von Christoph Sonntags Buch Sonntagsausflüge. Wenn Sie bei der Verlosung mitmachen wollen, schreiben Sie uns doch einfach an verlosung@regio-tv.de unter dem Kennwort Sonntagsausflüge.